Verehrte Frau Präsidentin, lieber Kollege Henrich, der Hinweis sei aber schon gestattet zum Anfang, dass es damals eine Bundesratsmehrheit der CDU-CSU gab und dass wir ganz sicher über andere Zeiten sprechen, als wir heute in der GKV ausgestattet sind. Und es gehört zur Wahrheit schon auch dazu, dass man damals Dinge tun musste, die man sicherlich nicht gern getan hat. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher auf den Tribünen, schon mehrfach angesprochen, 2 Jahre hat man verhandelt mit der Pharmaindustrie. Die Bundesregierung hat darüber verhandelt, medizinische Innovationen fördern zu wollen. Und das ohne die Ausgaben der Krankenkassen und damit die Beiträge der Versicherten stark steigen zu lassen. Das Ergebnis des Dialogs liegt nun in Form des Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetzes vor. Und der Gesetzentwurf kommt meiner Meinung nach sowohl der Pharmaindustrie als aber auch den Krankenkassen entgegen. So sollen Ärzte in Zukunft den Zusatznutzen neuer Arzneimittel für einzelne Patientengruppen besser informiert werden. Und für die Übermittlung der Informationen soll die Praxissoftware der Ärzte genutzt werden. Und das ist grundsätzlich meiner Meinung nach zu begrüßen. Aber ich warne davor, dass es sich dabei nicht um einseitige Informationen der Krankenkassen an die Ärzte handeln darf. Eine Vermischung von Arzneimittelinformation und Verordnungssteuerung müssen wir vermeiden. Denn die Therapiefreiheit darf unter keinen Umständen durch das Arztinformationssystem eingeschränkt werden. Wir brauchen Informationen, die beim Verordnen helfen. Ärzte müssen wissen, dass ein Erstattungsbetrag vereinbart ist und somit GKV und Hersteller die Preisverantwortung beidseitig übernehmen. Aber um das Arztinformationssystem überhaupt umsetzen zu können, müssen wir erst die entsprechende Telematikinfrastruktur aufbauen. Und wir müssen hier einen Schritt nach dem anderen machen. Sonst, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir in Stolpern kommen. Und im weiteren parlamentarischen Verfahren werde ich mich für eine entsprechende Änderung einsetzen. Andernfalls verschenken wir mit dem Arztinformationssystem die große Chance hin zu mehr Qualität und Transparenz in unserem Gesundheitssystem. Neben dem Arztinformationssystem gibt es auch im Bereich der chronischen Erkrankungen dringenden Handlungsbedarf. Und am Beispiel sehe ich die Versorgung von Epilepsiepatienten. Seit Einführung des AMNOG im Jahr 2011 sind alle 9 Epilepsiemedikamente an der frühen Nutzenbewertung gescheitert. Es handelt sich dabei um 3 verschiedene Wirkstoffe und 2 dieser Medikamente sind bereits vom deutschen Markt verschwunden. Der Bundesverband Eltern-Selbsthilfe Epilepsie hat sich deshalb Mitte des Jahres 2015 mit einer Petition an den Deutschen Bundestag gewandt. Und mit der Petition wurde eine Reform des AMNOG gefordert, damit die Versorgung aller therapieresistenten Menschen mit Epilepsie mit neuen Medikamenten sichergestellt werden. Je größer die Bandbreite der auf dem Markt existierenden Arzneimittel ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten für sie individuell richtige Medikamente gefunden wird und sie anfallsfrei und selbstbestimmt leben können. Und wir sprechen hier über 800.000 Menschen in diesem Land, das heißt etwa 200.000 Menschen, die therapieresistent sind, haben keine Anfallsfreiheit und diese Patienten benötigen dringend neue Medikamente. Mit dem Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz haben wir jetzt die Chance, die Rahmenbedingungen des AMNOG so zu ändern, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen besser versorgt werden. Und diese Chance müssen wir nutzen. Seit 20 Jahren verweisen Experten aber auch auf das Problem der unzureichenden Arzneimittelversorgung für Kinder und Jugendliche. So sind etwa 20% der Arzneimittelverordnungen im ambulanten und beinahe 70% im stationären Bereich außerhalb, aber ohne eine formale Zulassung. Bei den sogenannten Off-Label-Use treten häufiger unerwünschte Nebenwirkungen auf, die die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gefährden. Und die Arzneimittelsicherheit für Kinder und Jugendliche muss gestärkt werden. Deshalb begrüße ich ausdrücklich den im Gesetz vorgesehenen Evidenztransfer bei den Kinderarzneimitteln. Außerdem begrüße ich auch die vorgesehene Regelung zum Thema Zytostatika-Ausschreibungen. In vielen Bereichen haben sich Ausschreibungen bewährt. Aber im sensiblen Bereich der Onkologie sind sie fehl am Platz. Es geht hier nicht nur um längere Transportwege für die Medikamente. Es geht vor allem um den Patienten und sein Vertrauen in eine gute Zusammenarbeit mit seinem Arzt und Apotheker. Versorgung muss wirtschaftlich sein, aber nicht billig. Wohin Ausschreibungen führen können, ist bei der Inkontinenzversorgung deutlich geworden. Und
Liebe Kollegen von der Union, bei dem Thema Impfstoffe könnten wir ja über die Ausschreibung auch noch nachdenken. Neben dem Arzneimittelgesetz haben wir heute nämlich auch noch ein Hilfsmittelgesetz in erster Lesung. Und als Politik ist es unsere Aufgabe, die richtigen Rahmenbedingungen zum Wohle der Patienten zu setzen. Und sowohl mit dem Arzneimittel- als auch mit dem Hilfsmittelgesetz ist uns hier ein erster guter Aufschlag gelungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Der Kollege Dino Sorge, CDU-CSU-Fraktion, hat jetzt das Wort.